Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns in der Analyse einig, dass die deutsche Wirtschaft einen dringenden Wachstumsimpuls braucht. Wir sind uns in der Analyse der Gründe aber offensichtlich nicht einig. Denn einige behaupten hier, dass anderthalb, zwei Jahre, je nachdem, wie man es rechnen will, Ampel alleine dafür verantwortlich wären und vergessen dabei, dass eine Gasabhängigkeit von Russland, aus der es diese Regierung innerhalb eines Jahres geschafft hat, gemeinsam rauszukommen, eines der größten Probleme und einer der größten Treiber von Inflation in Deutschland war. Ein bisschen mehr Demut würde auch der Opposition hier guttun. Aber die Analyse erfordert eine ganz genaue Reaktion. Viele verlangen ja, dass man durch mehr Umverteilung, durch Steuererhöhungen die Nachfrage wieder anschärft. Das kann ich aus sozialen, moralischen Gründen nachvollziehen. Es wäre aber makroökonomisch und damit am Ende auch sozial kontraproduktiv, denn es würde der Zinspolitik zuwiderlaufen. Und deswegen haben wir uns als Regierung, als Koalition geeinigt, dass wir Wachstumschancen dadurch stärken wollen, dass wir die Angebotsseite unterstützen. Und deswegen will ich mal auf den Kern kommen. Sie sprechen ja hier viel über Einzelmaßnahmen. Eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP ermöglicht in Deutschland eine Steuerentlastung von 7 Milliarden Euro. Ich finde, das kann man auch mal als Erfolg werten. Ich frage mich übrigens vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, die ja hier viel ankündigen, wenn sie in der Opposition sind, fragen Sie sich mal selbstkritisch, und ich habe auch mal Maßnahmen der letzten Jahrzehnte, kann man ja sagen, angeschaut. Ich traue Friedrich Merz zu, dass mit ihm so ein Gesetz möglich gewesen wäre. Aber wäre so ein Gesetz mit Angela Merkel möglich gewesen, mit 7 Milliarden Steuerentlastung in Deutschland? Sehr, Friedrich Merz zuckt mit den Schultern, interessiert ihn offensichtlich nicht. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn Sie wieder regieren wollen in Deutschland. Wir laden Sie ein, zu Steuerentlastung in Deutschland beizutragen. Das Problem ist ja, ich finde das interessant, Gasabhängigkeit Russland haben wir gerade drüber gesprochen. Ich finde es ja interessant, was die AfD hier vorträgt. Nur ein Satz dazu. Mit Ihnen werden wir dazu überhaupt nicht verhandeln, denn Sie würden höchstens Wachstumschancen in Russland stärken. In Deutschland haben Sie damit nichts zu tun. Wir bringen Digitalisierung voran. Das wurde von Ihnen leider gar nicht gewürdigt. Herr Merz, ich kann das auch verstehen. Wenn man sich offensichtlich jeden Morgen 30 Seiten Pressespiegel ausdrucken lässt, weiß man noch nicht so richtig um die Relevanz von Digitalisierung in Deutschland. Wir bringen es gemeinsam voran. Wir stärken Investitionen in Klimaschutz, weil wir alle wissen, dass Investitionen in Deutschland vom Staat wichtig sind. Ja, aber der Großteil der Investitionen in Transformation, wenn man es so nennen will, in Klimaschutz und Digitalisierung, der kommt aus der Privatwirtschaft, und deswegen ist jeder Impuls, den wir setzen, in der Privatwirtschaft zu investieren, wichtiger als staatlich zu investieren. Ich fasse zusammen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Robert Fahle? Nein. Wir haben genug Russlandtreue heute gehört. Ich finde, das reicht. Ich glaube, wir beschließen hier heute ein richtig gutes Gesetz und lade Sie ein, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat diesem Gesetz zuzustimmen, es zu unterstützen. 7 Milliarden Wachstumschancen, 1 Milliarde Zukunftsfinanzierungsgesetz, und aus der Bereinigungssitzung der Haushälte haben wir erfahren, auch das Strompreispaket kommt, 11 Milliarden Entlastung für die deutsche Wirtschaft. Ich finde, heute ist ein richtig guter Tag. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle.